Hallihallo, hallöle, liebe YouTube-Gemeinde, hier ist die Saus der Sommer wieder für euch. Heute mache ich das, wogegen ich mich wirklich ziemlich lange gewehrt habe. Eine Challenge. Und zwar habe ich gesehen, dass unter meinem letzten Video mit Elisa von Elisa Mina eine Menge Likes zustande gekommen sind. Eine Menge ist bei mir die Zahl 4, muss ich ehrlich dazu sagen, aber ich habe euch aufgerufen in dem Video, mir Likes dazulassen, wenn ihr eine Challenge von mir sehen wollt. Und damit assoziiere ich natürlich jetzt, dass ihr auch eine sehen wollt. Also mache ich auch eine. Ich mache die Try Not to Sink Challenge, also versuche nicht zu singen. Das hat vor kurzem auch der Quan Crafter gemacht. Und das fand ich ziemlich witzig, weil ich ihn nicht so eingeschätzt hätte, dass er da Schwierigkeiten hat. Aber ich fand das wirklich ziemlich witzig. Das Video findet ihr unten in der Infobox verlinkt. Bei der Try Not to Sing Challenge, also versuche nicht zu singen, geht es darum, was der Titel schon sagt, nicht zu singen. Aber dazu zählt auch, nicht mit dem Kopf mitzuwippen, zu tanzen oder im Kopf mitzusingen. Ich meine, das Letztere könnt ihr vielleicht nicht wirklich nachweisen, aber man sieht mir das schon an, wenn ich denke, glaube ich. Das wurde mir ganz oft schon gesagt. Ist das jetzt gut oder schlecht? Naja, jedenfalls mache ich das jetzt noch ein Level schärfer, denn ich finde, wenn man diese Challenge anguckt, natürlich habe ich vorher auch schon einen Test gemacht mit einer anderen Challenge, nicht die, die ich euch jetzt zeige, sondern eine andere, und finde, wenn man sich darauf konzentriert, auf die Musik, dann ist das ja einfach. Dann kann man sagen, okay, ich singe nicht mit, ich singe nicht mit, ich singe nicht mit. Macht man jetzt aber dabei etwas anderes, zum Beispiel ich spiele mit dem Handy oder schreibe irgendwas und denke einfach auch an was komplett anderes oder man redet zwischendurch, finde ich das viel schwerer, da nicht mitzusingen. Also mache ich das jetzt für euch. Ich werde zu jedem Lied, was da gleich läuft, vielleicht was erzählen, was mir spontan dazu einfällt. Oder einfach was anderes tun. Ich habe mir schon ein bisschen was dabei gedacht. Also würde ich jetzt sagen, wir machen die Try Not to Cry Challenge! Oh Mann! Also es ist Justin Bieber. Aber trotzdem schwer. Weil das Lied geht echt ins Ohr. Okay. Ja. Oh nein! Ein Sommerlied! Okay, ich werde jetzt hier mal versuchen, meine Fragen zu beantworten. Eins meiner Lieblingssongs. Oh Mann! Oh, das ist schwer. Ah. Hey. Jetzt denke ich an Glee. Da denke ich einfach nur, könnte ich lachen. Gott sei Dank ist das keine Try Not to Love Challenge. Oh Mann. Okay, das Lied habe ich nie wirklich so gemacht. Es gibt auch mehrere Try Not to irgendwas Challenge. Aber ich denke mal, die eine reicht euch auf meinem Kanal in einem Jahr. Oh, nicht so. Ich beantworte. Oh Gott. Hit
Da kriegt man echt Lust zu tanzen. Das Lied ist auch gut. Wusstet ihr, dass Selena Gomez live wirklich sich nicht gut anhört? Tatsächlich, am Anfang ihrer Karriere war das grottig. Oh! Ich hab Just Dance im Kopf! Das ist schlimm! Ah. Oh Mann! Das ist meine Lieblingsstelle in dem Song. Wie lange 5 Minuten sein können, ist ja Wahnsinn. Würde das zweite Lied, was in so einem Rhythmus ist, jetzt von ihm kommen, dann hätte ich echt Schwierigkeiten, weil ich finde Uptown Funk zwar gut, aber 20K Magic besser. Ja, 2006 oder 2007 kam das raus. Ah, ich denke an Glee, ich denke einfach an Glee. Ach du Scheiße. Oh mein Gott! Wieso hat mit mir keiner gewettet, bitte? Oh mein Gott, ich hab's wirklich geschafft. Ha. Leute, für alle, die Musik echt der Primo ist, das ist wahnsinnig schwer. Oh mein Gott, ist das schwer. Wenn ihr Lust habt, das nachzumachen, das Video findet ihr hier unten in der Infobox verlinkt. Und dann könnt ihr ja einfach mal mitmachen. Oder das auch machen und mir die Links hier unten in die Kommentare schreiben und ich sehe euch natürlich gerne dabei zu. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, dann abonniert mich doch ganz schnell. Wenn ihr hier auf meinem Kanal noch eine Challenge sehen wollt, dann schreibt in die Kommentare Hashtag Challenge. Oder kommentiert bei Facebook oder Instagram. Mit dem Hashtag Challenge. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag, eine schöne nächste Woche und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Frohe Ostern an euch da draußen. Tschüssi!